Herzlich willkommen YouTube-Fans, NBA Live Mobile Gamer. Wählt die Bronze-Kategorie der Spiele an und die Sammelobjekte ab. Dann geht ihr auf den Reiter-Team, markiert die Charlotte Hornets und die Jazz. Und als letztes tippt maximal 1000 Münzen ein und startet die Suche nach den Spielern. Ihr könnt sehen, in dieser Preisklasse gab es nur 3 Spieler, die schon verkauft wurden. Wichtig ist, alle 5 Minuten aktualisiert sich der Markt. Wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr von diesem Tipp profitieren. Meine Empfehlung, verkauft die Spieler für einen höheren Preis, denn sie sind wertvoller. Das war's von mir. Wenn du mehr sehen willst, abonniere mich und lass mir einen Daumen hoch. Haut rein.